The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump, the pump, the pump. Ich werde nun kurz die vier wichtigsten Männerklassen im Bodybuilding vorstellen. Ich werde die Klassen auch nach der IFBB-Regelung beschreiben, die für den Mr. Olympia-Wettbewerb relevant sind. Die wohl bekannteste Klasse ist das Men's Open Bodybuilding. Hier gibt es heutzutage keinerlei Beschränkungen, was Größe oder Gewicht anbelangt. Von 1974 bis 1979 gab es noch Gewichtsklassen, die über und unter 200 Pfund Kategorie, was einem Grenzgewicht von 90,7 Kilogramm entspricht. Die bekannteste Klasse beherbergt Athleten wie Ronnie Coleman und Arnold Schwarzenegger, die sogar Bodybuilding-Unwissenden ein Begriff sind. Coleman brachte in der offenen Klasse sogar ein unglaubliches Wettkampfgewicht von 135 Kilogramm auf die Bühne. Gepostet wird in einem Posing-Slip. Wichtig für diese Kategorie sind vor allem die Muskelmasse, Muskelschärfe und Muskelhärte. Der derzeitige Champion dieser Klasse ist John Roden, der aber beim heurigen Mr. Olympia nicht antreten wird. Ein Abkömmling der offenen Klasse ist die 212 Division. Wie der Name schon preisgibt, gibt es hier eine Gewichtsbeschränkung von 212 Pfund bzw. 96,16 Kilogramm. 2008 wurde diese Klasse eingeführt, damals noch mit einer 202 Pfund Begrenzung, was 91,62 Kilogramm entspricht. Im Jahr 2012 wurde die Begrenzung dann angehoben. Bekannt sind die Athleten vor allem für ihre Kompaktheit, da die Gewichtsbegrenzung zur Folge hat, dass nur sehr kleine Athleten in diese Klasse antreten. Berühmtester und amtierender Champion ist Flex Lewis, der die 212 Olympia Division schon 7 Mal in Folge gewinnen konnte. Gepostet wird wie bei der offenen Klasse in einem Slip. Wichtig für diese Kategorie sind vor allem die Muskelmasse, Muskelschärfe und Muskelhärte. Die neueste Bodybuilding-Klasse bei Mr. Olympia ist die Classic-Physik-Kategorie. Nachempfunden ist diese Kategorie der Golden Era, also der Zeit des Bodybuildings, wo es nicht nur um Masse, sondern vielmehr um Ästhetik ging. Wichtig sind in dieser Kategorie Symmetrie, Proportionen und natürlich auch Muskelmasse und Definition. Dadurch gibt es eine etwas kompliziertere Einteilung der Athleten. Von der Körpergröße wird jeweils der Wert 100 abgezogen, je nach Körpergröße darf dann ein gewisses Gewicht dazu addiert werden, was das Maximalgewicht ergibt. Beispielsweise darf ein 180 cm großer Athlet maximal 91 kg wiegen. Gepostet wird in Shorts, die gewöhnlichen Boxershorts ähneln, also einen Großteil des Hintens verdecken. Diese Hosen sind den Posinghosen der 70er Jahre nachempfunden. Amtierender Mr. Olympia der Classic Physik ist Brian Ansley. Eingeführt wurde die Klasse 2016. Die letzte der wichtigsten vier Klassen im Bodybuilding ist die oftmals belächelte Men's Physik. Hier gibt es keine Gewichtseinteilungen, sondern nur Größeneinteilungen. Oft belächelt wird diese Kategorie aufgrund der Posinghose, die einer langen Badehose gleicht. Dadurch lässt sich die Oberschenkelmuskulatur nicht bewerten. Dadurch werden die Teilnehmer der Klasse oft nicht als vollwertige Bodybuilder angesehen. Es wird bei der Men's Physik viel Wert gelegt auf einen athletischen und gesunden Körperbau. Dabei ist meist eine dünne Taille, das Um und Auf, Kriterium für den Erfolg. Jetziger Mr. Olympia in der Men's Physik ist Brandon Henriksen.